Damit unsere Gesellschaft funktionieren kann, ist es sehr wichtig, dass alle Menschen die gleichen Rechte und Pflichten haben. Nur so kann sichergestellt werden, dass bestimmte Menschen oder Gruppen nicht besser oder schlechter behandelt werden als andere. Und deswegen besagt Artikel 3 des Grundgesetzes, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das bedeutet, dass niemand eine Sonderbehandlung vom Staat bekommen darf, ganz egal wie sein sozialer Stand ist. Ein reicher Firmenchef aus einer berühmten Familie muss sich genauso an die Gesetze halten wie eine arme, kranke Frau. Genauso hat der reiche Unternehmer aber auch die gleichen Ansprüche gegenüber dem Staat, wenn er mal in Not ist, wie ein Mensch, der schon sein ganzes Leben lang auf den Staat angewiesen war. Gleichheit vor dem Gesetz bedeutet also, dass der Staat alle Menschen gleich behandeln muss. Es ist also beispielsweise nicht in Ordnung, wenn die Polizei jemand verdächtigt oder kontrolliert, nur weil er eine dunkle Hautfarbe oder einen ausländischen Akzent hat. Leider hat es in der Realität sehr, sehr lange gebraucht, bis den Menschen bewusst wurde, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben sollten. Und auch heute noch gibt es große Unterschiede darin, wie unterschiedliche Menschen behandelt werden. Das liegt vor allem daran, dass jeder Mensch einzigartig ist. Und das fängt schon in der Biologie an. Eine Frau ist eindeutig nicht das gleiche wie ein Mann. Und das kann jeder sehen. So kommt es immer wieder dazu, dass Frauen und Männer unterschiedlich behandelt werden. Frauen verdienen beispielsweise immer noch im Durchschnitt weniger als Männer, auch wenn sie den gleichen Beruf ausüben. Und deswegen besagt Artikel 3 des Grundgesetzes auch, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Der Staat ist also nicht nur dazu verpflichtet, Männer und Frauen gleich zu behandeln, er muss auch dafür sorgen, dass das an allen anderen Stellen im Land auch so passiert. Aber nicht nur im Geschlecht unterscheiden sich die Menschen. Und deswegen besagt Artikel 3 weiter, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Herkunft und Heimat, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Auf diese Weise räumt der Staat alle Zweifel aus dem Weg, egal wer man ist oder woher man kommt. Jeder Mensch ist gleich viel wert, genießt die gleichen Rechte und muss gleich behandelt werden. Dass das in der Praxis noch nicht so gut funktioniert, sollte uns allen bewusst sein. Immer wieder glauben Leute, dass sie besser sind als andere und die anderen deswegen schlechter behandeln können. Doch auch wenn jeder Mensch anders und einzigartig ist, sind wir doch im Grunde alle Menschen mit Gefühlen. Und deswegen ist es unbeschreiblich wichtig, dass der Kampf für die Gleichberechtigung aller Menschen niemals aufgegeben wird. Nur so kann ein friedliches Zusammenleben funktionieren. Ja, das mache ich auch gerne für meine Fans. Abonniert den Channel und bis zum nächsten Video von Star Six Play.